Um was geht's heute? Heute geht's auch ein Thema, das man momentan öfter hört. Tempolimit. Tempolimit auf der deutschen Autobahn. Jetzt werdet ihr sagen, ich bin wieder mit dem Tempolimit. Fällt dir nichts anderes ein? Nein, eigentlich nicht. You can leave your head on. Nee, lieber nicht. Peace. Ausschalten. Servus. Dieses weiße Zeugsel, was ich euch jetzt da gerade zeigt, oder was ich jetzt einblende schnell, habt ihr das auch im... Oder hat das bloß der Soul? Kommt mir so vor, als hätte es bloß mein Auto. Und zwar gehe ich mal davon aus, ist das... es ist ja Salz von diesen Salzstreuwagen und immer wenn ihr die Lüftung einschaltet, kommt eine absolute, schaut aus wie eine Konfetti-Parade. Und dann schaue ich immer aus von oben bis unten auf der Jappen, überall in den ganzen Autos sind diese weißen kleinen Scheißerchen und nerven mich perfekt. Also, genau. Was die Frage dann auch ist, habt ihr das auch im Auto? Wenn ja, dann liegt es nicht am Soul. Wenn nein, dann liegt es am Soul. Und ihr werdet euch jetzt denken, zu Recht, was macht dieser Mann da? Genau. Meine Jacke wieder zu. So, was werde ich heute besprechen als Video? Erst einmal, ja, es hat schon lange kein Video mehr gegeben. Momentan scheinbar in irgendeiner Schaffenskrise, weil ich weiß momentan nicht recht viele Themen, die ich noch machen kann. Ja, mir fallen schon welche ein, aber da müsste ich irgendwie völlig, ja, dann wäre ich wahrscheinlich gebannt von YouTube, weil ich da einfach nicht ruhig bleiben kann und mich im Zaum halten kann, mich zügeln. Und dementsprechend mache ich lieber nichts oder wenig. Es hat geschneit und zwar nicht so gering. Selbst in Amberg hat es Schnee und das ist selten. Bei uns daheim hat es gestern allein gute 35 cm hergehaut. Und ich war gestern fast 4 Stunden unterwegs und habe geschüppt. Und das ist ja für mein Abnehmkonzept, das ich momentan habe, sehr, sehr gut, aber trotzdem nervig. So, um was geht's heute? Heute geht's. Auch ein Thema, das man momentan öfter hört. Tempolimit. Tempolimit auf der deutschen Autobahn. Jetzt werdet ihr sagen, ich bin schon wieder mit dem Tempolimit. Fällt dir nichts anderes ein? Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin momentan ein bisschen angepisst, was so dieser Scheuer loslässt. Der ist, glaube ich, sogar Doktor. Kann das sein? Dr. Scheuer? Ich glaube, der ist Doktor. Der Verkehrsminister. Der keine Ahnung vom Verkehr hat, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie man dazu kommt, als Verkehrsminister zu werden. Wahrscheinlich muss man inkompetent sein und für die CSU, was ja das eine und das andere nicht ausschließt, glaube ich. Ja, ihr werdet jetzt denken, huch, der Typ wird keine CSU wählen. Stimmt, ich will keine CSU. Was der Mann da momentan ablässt, das ist für mich völlig fragwürdig. Geht schon los mit diesen Grenzwerten, die er jetzt anfechtet und sagt zu den Kommunen, also Kommunen, wir haben zwar hier die Grenzwerte, aber diese Grenzwerte, wehrt euch dagegen mit Händen und Füßen und stellt die in Frage und ihr braucht es im Endeffekt gar nicht beachten. Das ist, ich meine, dass diese Grenzwerte, ob die jetzt Sinn machen oder nicht, ob das jetzt gerechtfertigt ist, diese Grenzwerte in dieser Höhe, kann ich nicht sagen, ich bin kein Doktor. Selbst Lungenärzte sind sich nicht einig, man hört es ja. Aber wenn man von einem Verkehrsminister, und es ist egal, ob das jetzt ein Verkehrsminister ist oder ein anderer Minister, wenn man eigentlich hört, dass, wenn der sagt, eigentlich könnt ihr euch über diese Grenzwerte hinwegsetzen,
die sind zwar gesetzlich, aber ihr macht was ihr wollt, ihr könnt euch darüber wegsetzen. Dann ist das das Gleiche, wenn ich sage, hey du, 50 Stundenkilometer in der Stadt ist Gesetz. Aber das Feuer in 120 ist ja egal, weil wenn das der Minister sagt, dass man sich da über diese Gesetzeswerte hinwegsetzen kann, dann ist ja das okay. Ist es nicht. Tempolimit auf der Autobahn. Ich persönlich bin dafür. Ja, jetzt höre ich auch schon wieder schreien und puh und gleich eine Hate-Mail unten reinknallen, einen Kommentar. Nö, erspart euch das einfach, weil das meine Meinung nicht ändern wird. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man jetzt das Tempolimit hat, weil es der CO2-Ausstoß dann gesenkt wird und der Spritverbrauch und. Um das geht es mir gar nicht, sondern einfach nur wegen GMV, wegen dem gesunden Menschenverstand. Wir haben nirgends drin stehen im Grundgesetz, dass wir Vollgas auf der Autobahn fahren dürfen, weil wir Deutsche sind. Macht Spaß, Vollgas zu fahren. Also mir persönlich jetzt nicht, aber ist ja egal. Macht Spaß, Vollgas auf der Autobahn zu fahren? Ja, ich höre es immer wieder. Es macht Laune, einfach hier mal dem Auto Kit zu gehen und so. Ja. Ist es unbedingt nötig? Ich weiß es nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Die Begründung, warum kein Tempolimit in Deutschland, ist immer ganz interessant, weil die Begründung, die ich bis jetzt gehört habe, waren alle miteinander völliger Schwachsinn, Schmarrn, also für mich, meine Meinung, also hier. Weil es gibt ja sowieso schon so viel Tempolimits auf der Autobahn, also Autobahnstrecken, die limitiert sind auf, keine Ahnung, 120 Stundenkilometer. Und dann kann man doch den Rest halt Vollgas fahren. Ist doch okay. Ja, kann ich anders argumentieren. Ich kann sagen, wenn schon die eine Hälfte oder fast die eine Hälfte schon begrenzt ist auf 120 oder noch stärker auf 80 wegen Baustellen oder einfach wegen Gefahrpotenzial, dann kommt es auf die andere Hälfte auch nicht mehr drauf an, denke ich mir. Wir haben hier zum Beispiel bei uns direkt an der Autobahnausfahrt ist 120 bei Nässe und dann geht es von 120 auf 100 und dann geht es auf 80. Warum 80? Weil da geht so ein bisschen die Senke rein, kommt eine ganz leichte Linkskurve und jedes Mal, wenn es einmal kurz stark regnet, kannst du den Wecker draufstellen, dass die Feuerwehrsirene geht und die Feuerwehr ausrücken muss, weil sich wieder irgendeiner da oben rumpelt hat durch Aquaplaning. Also selbst wenn wir ein Tempolimit haben, oh Gott, ist das hell, Junge, dann halten sich noch die wenigsten dran, okay. Zweites Argument ist, ja, die deutsche Automobilindustrie, und es kommt von der deutschen Automobilindustrie selber, also das hat jetzt nicht irgendwer erfunden, sondern das kommt von denen selber. Da heißt es dann, ja, das wird uns den Umsatz einschränken, weil wir diese großen Autos, starken Autos, schnellen Autos dann nicht mehr verkaufen können. Damit werden die Margen kleiner, damit verdienen wir weniger und das kostet Arbeitsplätze. Könnte ich mir sogar vorstellen, wenn nicht der Beweis schon da wäre, dass es nicht so ist. Weil ringsrum um uns und auch in Amerika gibt es grundsätzlich Tempolimit. Und Tempolimit in Amerika hindert scheinbar den meisten nicht, trotzdem schnelle Autos zu kaufen. Weil gerade in USA Porsche, große Mercedes, große Audis, große BMWs werden eigentlich da sehr gut verkauft. Ebenfalls in China. Und in China, wer schon mal dort war, ich selber war es noch nicht, aber mein Kumpel ist über 10 Jahre in China gewesen und der hat das selber erzählt. In der Stadt, über Land, da ist so viel los, da kannst du eigentlich gar nicht schneller fahren. Außerdem gibt es ein Tempolimit. Und trotzdem ist es gesellschaftlich halt, bist du höherwertig, wenn du ein großes Auto fährst. Und das ist bei uns nicht anders. Und solange dieses Genitaldenken immer noch bei uns da ist, und das wird es wahrscheinlich ewig noch sein, dann
wird die deutsche Automobilindustrie trotzdem ihre großen Autos verkaufen. Ich kann es sogar verstehen, weil es ist ein Unterschied, wenn ich 120 Stundenkilometer mit einem Ford Fiesta fahre oder mit einem 5er, 7er BMW oder E- und S-Klasse. Es ist ein Riesenunterschied. Riesig. Ja. Und wenn man dann so drin sitzt in dem Luxusschiff und einfach ein schönes Fahrwerk hat und so weiter, ist das schon nochmal um einiges schöner als mit einem normalen Auto. Also diese Argumentation lasse ich persönlich jetzt auch nicht gelten. Was gibt es denn sonst als Argumentation? Maximal das Gemoser für die Leute. Und wenn man sagt, ja, wenn jetzt eine Partei sagt, Kilometer oder Begrenzung, Tempolimit auf der Autobahn, dann ist es schlecht für unsere, für unseren Stimmenfang und dann werden wir nicht mehr gewählt. Jetzt kommt die deutsche Umwelthilfe und sagt, Mensch, Tempolimit wäre gut, weil reduzieren des CO2-Ausstoße, Stickoxide, Verbrauch, Lärm, Gefahr durch Unfälle und so weiter. Stimmt das? Weiß ich nicht. Die Argumentation dagegen zum Beispiel ist auch noch, wenn man sagt, nee, da werden mehr Unfälle passieren, weil man da so mit 120, 130 auf der Autobahn fährt, völlig unkonzentriert wird und Massenkarambolagen werden dann passieren. Glaube ich jetzt auch nicht, weil sonst müsste ich grundsätzlich, wenn ich auf die Autobahn fahre, Unfälle bauen, weil ich selber halt nicht schneller fahre. Und es hat nichts mit dem E-Auto zu tun, sondern auch schon mit meinem Verbrenner bin ich schneller gefahren. Weil ich halt einfach das nicht mag, so schnell zu fahren. Bin ich überfordert? Könnte sein, wäre möglich, ja. Ich bin nicht der beste Autofahrer. Das würde ich nie behaupten. Und dementsprechend fahre ich halt langsamer. Scheinbar zu langsam. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Warum ist das so? Warum wird in Deutschland erst einmal alles schlecht gemacht? Alles erst einmal dramatisiert, das geht bei uns in Deutschland nicht, weil wir, und dann hört es eigentlich schon mit der Argumentation auf, weil wir Deutsche sind, weil wir ein Recht haben, schneller zum Fahren und so weiter. Ich habe mal eine kleine Liste gemacht. Und diese kleine Liste ist ganz interessant. Ich blende jetzt hier mal Jahreszahlen ein und ihr könnt mal überlegen, was da passiert ist. Fangen wir an mit 1958. Nee, fangen wir an mit 1957. Da ist im Übrigen mein Lieblingsauto her, der 57er Bel Air. 1957. Was ist da passiert? 1957 kam das Tempolimit. Ja, das gab es schon mal. Tempolimit in Deutschland. Und zwar auf der Landstraße und in der Stadt. Vorher, das kam glaube ich noch von 1936, war Tempolimit, bis 1936 war ein Tempolimit und danach ist das Tempolimit aufgehoben worden. Das heißt, LKWs, Autos, PKWs, Motorräder haben auf der Landstraße fahren können, wie sie gewollt haben. Vollgas. Egal. Die, wenn damals 300 gegangen waren, hätten wir 300 auffahren können. Einzigste Einschränkung war damals der Verkehrssituation entsprechend. Und ich denke schon, dass wenn der Unfall passiert ist wegen zu erhöhter Geschwindigkeit, hat es dann schon geheißen, hey, du hast das nicht mehr gebremst, du hättest langsamer fahren sollen, du bist schuldig. Aber es gab keine Radarüberwachung und so weiter. 1957 dann gab es ein Tempolimit. Die hatten es am Anfang nicht einmal messen können. Sondern es war halt einfach hier, jetzt gibt es ein Tempolimit 100 auf der Landstraße, 50 in der Stadt. Ich persönlich weiß es nicht, weil ich nicht aus dem Baujahr bin, also da kann ich jetzt nicht mitreden, aber ich weiß es von meinem Opa her. Mein Opa hat damals, der hatte gar keinen Führerschein. Und der ist immer mit dem Bus gefahren. Und ich weiß noch, wie er das damals so, als ich klein war, wie er das so erzählt hat, was das für ein Zinnober war, dass die Leute das nicht angenommen haben. Frechheit und wie kann man das machen, Tempolimit nicht für uns, weil wir Deutsche sind und Freifahrt für Freibürger, das wird man noch öfter hören heute. Heute ist es ganz normal und selbst 1957
ich glaube, spätestens 1960 war es auch ganz normal. Das heißt, Das heißt, am Anfang natürlich Mordszinnober, Mordsgeschrei und es geht nicht, in Deutschland kann man das nicht machen. Und dann hat man es trotzdem gemacht und komischerweise, es geht. Es ging danach und es geht immer noch. 1958. Was war da? Interessant. Seit 1958 dürfen Frauen einen Autoführerschein machen. Vorher durften sie es auch. Aber seit 1958 mussten sie nicht mehr ihre Männer fragen. Vorher musste der Ehemann einverstanden sein, dass seine Frau mit dem Auto fahren darf und einen Führerschein machen darf. Geht's noch? Alter! Jetzt können natürlich viele sagen, das wäre nicht schlecht, wenn es heute noch so wäre. Ja, aber nee, da gehöre ich nicht dazu. Ich finde Frauen die besseren Fahrer. Das weiß ich auch von meinem Opa noch her, dass damals eben auch ein Zinnober war. Wie kann das sein? Und das geht nicht. Und wenn da alle Frauen fahren, dann passieren unglaublich viele Unfälle und völliger Schwachsinn. Jeder hat seinen Führerschein gemacht oder jede Frau hat dann einen Führerschein gemacht, fast jede. Und es ging auch einwandfrei. So. Also, auch wieder Mods Zinnober und nichts dahinter. Keine Argumentation, die das rechtfertigen würde. 1976. Was war 1976? Ein paar dürften das wissen. Das weiß ich sogar noch. 1976 war ich 10 Jahre alt und ich kann mich sogar noch daran erinnern, was damals für ein Aufstand war. 1976 kam die Anschnallpflicht vorne im Auto. Und ich kann mich noch an das Zinnober erinnern. Ich werde mich nie anschnallen, nie. Das ist ein Eingriff in meine Persönlichkeit und das geht nicht, das geht überall auf der Welt, aber in Deutschland geht's nicht. Weil wir Deutsche sind, jawohl. Freifahrt für freie Bürger. Ich steine nicht an, sagte er und schoss komplett durch die Windschutzscheibe in den Wald, wenn es soweit war. Ja, irgendwann mal kam das Umdenken und dann haben die gesagt, naja, ich glaube, so dumm ist das nicht mal, wenn man sie anschnallt. Damals ja noch Beckengurte, da gab es ja die noch nicht so richtig. Dann kam ihm diese Gurte, aber nicht diese, sondern die waren fest, die hast du halt so eingestellt, du hast die dann nicht vor nach hinten bewegen können, sondern die waren fest. Die Älteren unter euch können sich noch daran erinnern. Dann wurde das eigentlich übernommen. Dann hat es dann geheißen, naja, so dumm ist das gar nicht, ich glaube, das ist schon gut. Obwohl ich noch Gurtmuffel kannte, die irgendwann, also 10 Jahre später sich immer noch nicht angeschnallt haben. Also so Mitte der 80er habe ich immer noch Leute gekannt, die sich nicht angeschnallt haben. Weil das ist ein Krampf, brauche ich nicht. Boah. Ob die heute noch leben, weiß ich gar nicht. Aber wenn ja, hatten sie richtig gut Glück gehabt. So. Dann, ja, der hat's eilig. Der weiß nicht, dass da vorne eine schöne Kurve kommt, die so eine Geschwindigkeit bei diesen Straßen nicht verzeiht. Dann 1984 kam die Anschnallgurtpflicht für hinten, für die Kinder und alle, die hinten herfahren. 84, ja, das war so meine Zeit, da war ich 16. Beziehungsweise 84 war ich, nicht 16, war ich 18, aber 82 war ich 16, 83 war ich 16, 84 bin ich dann, Ende 84 bin ich 18, Mann. Und selbst da kann ich mich erinnern. Hinten auch noch anschnallen, da wollen die Kinder mal hinten und wenn sie abschnallen, dann kriege ich einen Zettel und das ist eine Unverschämtheit, dann wollen wir da hinten kriegen, wenn meine Kinder wieder anschnallen.
und so weiter. Heute ganz normal, heute, wenn hinten einer drin sitzt, der schnallt sich freiwillig an, weil es ganz normal ist, dass man sich anschnallt. Das ist ganz normal. Und auch vorher war es wieder ein Zinnober, ein großer Freifahrt für Freibürger, wir lassen uns das nicht gefallen. Und 1900, komm jetzt, ich sag mal 2001, ich sag mal 2001, 2001, schau mal hin, wobei es nicht ganz stimmt, weil 1953 und 1973 war schon mal so ein Vorgängergesetz, und zwar geht es um die Promillegrenze in Deutschland. 1953 waren es 1,5 Promille. Du hast 1,5 Promille haben dürfen und hast dann noch Auto fahren dürfen. Also bei 1,5 Promille liege ich unter den Tisch. Ich, wenn was getrunken habe, fange grundlos Lachen an und dann irgendwann wäre ich müde und schlafe ein. Dementsprechend würde man 1953 meistens einen Fokker unter dem Tisch sehen, ja, weil ich schlafend unter dem Tisch liege, weil ich nicht mit dem Auto unterwegs bin. 1973 wurde es dann von 1,5 auf 0,8 Promille gesetzt. Ein Zinnober, kann man sich nicht vorstellen. Nee, da kann ich nicht einmal bei mir Feierabend Bier trinken, gerade in Bayern. Der Nahrungsmittel, ich darf doch ein Bier trinken. Ja, 2001 kam die 0,5% Regel. Promille-Regel. So, und 0,5 Promille war damals, ist es nicht einmal so lange her, ein Zinnober. Da könnt ihr euch wahrscheinlich alle dran erinnern. Was? Das geht ja gar nicht. Und was soll das noch sein? Und damals hat schon geheißen, eventuell machen wir sogar 0,0. Und dann ging es ab. Boah, in der ADAC-Motorwelt, in der Automobil- und in der Automotorsport, überall. Da war so Political Correctness war da noch nicht. Da hat man schon gesagt, oh, man darf doch noch an Alkohol denken, wenn man mit dem Auto fährt. Heute wird es keiner mehr so drucken, weil es so politisch nicht ganz korrekt ist. Da wird man sich ganz schnell in Abseits stellen, wenn man sagt, saft's doch, wenn's Auto fährt, 0,5, ist doch egal. Für mich gilt, wenn ich mit dem Auto fahre, und das habe ich seitdem ich mit der 80er gefahren bin, seitdem ich 16 bin, wenn ich mit dem Auto fahre, oder wenn ich allgemein fahre, Motorrad auch, gerade Motorrad, trinke ich nichts. Ich trinke nichts, wenn ich fahre. Ich trinke nicht einmal im Sommer ein Radler, wenn ich fahre. Und wenn ich mit dem Motorrad umeinander fahre und in einem Biergarten reinfahre und jeder trinkt ein Radler und so, nein, ich trinke keinen Alkohol, wenn ich fahre. Meine Einstellung, die habe ich schon immer und die werde ich hoffentlich auch immer haben. Die Frage, warum geht in Deutschland 0,0 Promille nicht, kann ich euch nicht beantworten, weil wir Deutsche sind. Freie Fahrt für freie Bürger. Ja, wir lassen uns nichts sagen von irgendwelchen. Ja, dann gibt es dann so Gegenargumentationen, wie zum Beispiel, ja, ich habe gehört, dass wenn man 0,0 Promille hat und man trinkt einen Orangensaft, kann das Gerät anschlagen. Durch die Gärsäfte oder so, keine Ahnung, ging mal durch die Runde. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Könnte sein. Aber es geht nicht. Ich weiß nicht, wer um uns rum oder weltweit eigentlich 0,0 hat. Das weiß ich nicht, ob es überhaupt Länder gibt. Aber warum sollte es Deutschland nicht machen? 0,0 Promille, einfach kein Alkohol, wenn man trinkt. So viel kann man sich zusammenreißen, dass man halt keinen Alkohol trinkt, wenn man mit dem Auto fährt. So. Dann kam 2007, das hat jetzt nichts mit Autos zu tun, aber das war das gleiche Zinnober, Rauchverbot. Rauchverbot in Gaststätten, Diskotheken, öffentlichen Gebäuden und so weiter. Und auch da, ich muss mich bloß ein wenig rum, weil es ist so hell. Das ist so unglaublich hell. Wahnsinn ist das hell. Das ist mir gar nicht mehr gewohnt. 2007 kam dann das Gesetz durch, ja, Rauchverbot. Rauchverbot in Deutschland. Geht das nicht? In Deutschland geht das nicht.
Das ist Geld in Deutschland, weil wir viel zu viel, keine Ahnung, viel zu viel haben, das dagegen spricht. Ja, was denn? Ja, das Oktoberfest zum Beispiel. Und da weiß ich noch, das erste Jahr, oder waren es sogar die ersten zwei Jahre, aber beim ersten Jahr bin ich mir sicher, die ersten Jahre war, oder das erste Jahr war, Rauchverbot in Gaststätten und so weiter war wirksam, aber in Zelten noch nicht. Weil sich damals keiner vorstellen hat können, dass man beim Oktoberfest oder bei so einem großen, ja, bei so einem großen Volksfest die Menge dazu bringt, einfach nicht zu rauchen. Das geht in Deutschland nicht. Die laufen uns amok. Ja? Das geht nicht, das haut nicht hin, das kann man nicht kontrollieren. Ein oder zwei Jahre später haben sie es dann trotzdem gemacht. Und was ist passiert? Wir leben alle noch. Es geht. Es ist in Deutschland bloß so furchtbar, weil jedes Motzen und Schimpfen anfängt und sich persönlich beleidigt fühlen und so. Bloß weil irgendwas eingeführt wird, was meines Erachtens Sinn macht. Heute streitet auch keiner mehr. Ich glaube, dass sogar sehr viele Raucher froh sind, dass nicht mehr drin geraucht wird, sondern halt, dass sie rausgehen. Ich kenne sehr viele und mit denen gehe ich dann teilweise mit raus, dass sie halt nicht allein draußen rumstehen und sagen, ah, da gehe ich mit. Und dann rauchen die eins und dann unterhält man sich ein bisschen und so weiter. Also es geht alles. Warum sollte kein Tempolimit auf der Autobahn in Deutschland funktionieren? Und ich brauche da kein Umweltgedanken vorschieben oder ich brauche da kein Sicherheitsgedanken vorschieben oder dass man irgendwie genitalbereich plötzlich beschnitten wird, weil man nicht mehr Vollgas fahren kann. Nein! Warum geht es nicht einfach so? Weil es Sinn macht. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, das macht keinen Sinn. Schön vor aufpassen, nicht, dass ich die umfalle. Servus, jawohl. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Deutschland ist ein Land der schimpfenden, motzenden Egoisten. Weil ich das so will. Davon müssen wir wegkommen, denke ich. Es ist das Video viel länger geworden, als ich gedacht habe. Aber es hat ja schon zwei Wochen kein Video mehr gegeben, also müsst es halt, wenn es ganz anschaut, 28 Minuten ungefähr anschauen. Ja, dann war es das schon. Der Stern brennt von hinten, man sieht fast nichts mehr. Alter Schwede. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Servus, sagt Locker, euer Motzen der Focker.